Hallo und herzlich willkommen. Ja, mein Name ist Stefan, bin Rettungssanitäter in der sozialen Betreuung. Und jetzt geht es um Thema Konzession, Rettungsdienst und Krankentransport. Da habe ich ein paar Ausschnitte, die ich gerne angehen will. Na, gut, los. Erstmal muss ich mein Handy ausschalten hier. Zum Thema Unfallverhütung, Grundlagen des Umweltschutzes, Sozialversicherung, Bereitstellen der Fahrzeuge und Arbeitsrecht. So, das Bereitstellen der Fahrzeuge. Das beinhaltet, ich lese mal vor, der Halter ist für die Bereitstellung der betriebs- und verkehrssicheren Fahrzeuge verantwortlich. Er darf einen Einsatz nicht anordnen oder zulassen, wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Zum Beispiel Blaulicht funktioniert nicht, darf nicht losfahren. Notfallkoffer ist nur halb voll, darf nicht losfahren. Sauerstoffflasche ist bei 30 bis 40, darf nicht losfahren. Absaugpumpe, da ist der Behälter defekt oder keiner drin, darf nicht losfahren. Der Halter darf den Einsatz nicht anordnen oder zulassen, wenn ihm bekannt ist, also immer Mitteilung geben, am besten schriftlich, dass das Fahrzeug nicht vorschriftsgemäß oder dass die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges nicht gewährleistet ist. Zum Beispiel durch kaputte Achsmanschetten und die Federung ist zum Beispiel durch und das Auto fährt trotzdem. Und es ist bekannt, bei der Ausstattung der Fahrzeuge sind insbesondere die Anforderungen der UVV-Fahrzeuge, der Richtlinien GUV-VD29 zu erfüllen. Zudem ergeben sich die Anforderungen nach DIN 1789 der Rettungsdienstfahrzeuge und deren Ausrüstung. Krankenwagen oder Rettungswagen oder der DIN 1865 Festlegung für Krankentragen und für die Krankentransportmittel im Krankenwagen geregelt. Das ist zum Beispiel das Thema zum Bereitstellen der Fahrzeuge. Weiter geht es mit der Sozialversicherung. Was gehört zur Sozialversicherung? Lasst es euch mal durch den Kopf gehen. Die Krankenversicherung ist wichtig. Die Pflegeversicherung, die Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und die Unfallversicherung. Die Versicherungen wurden ins Leben gerufen, um in Versicherungsunfall, wenn mal was schief geht, den Versicherten finanziell zu stützen, damit er nicht auf den ganzen Kosten stehen bleibt oder nicht behandelt werden kann. Ja, die Beiträge werden meist über die Bruttolöhne oder Gehälter abgerechnet, deswegen Brutto- und Nettolohn. Die Versicherungen werden durch Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge je nach Sparte zu unterschiedlichen Teilen finanziert. Teilweise gibt es staatliche Steuerzuschüsse, zum Beispiel wegen Fahrkarte, wegen Unterkunft und so weiter. Die Versicherungsbeiträge werden für beide Seiten durch den Arbeitgeber meist an die Krankenkasse abgeführt. Das macht also nicht der Arbeitnehmer. Hierfür erhält er von der örtlichen Agentur für Arbeit eine Betriebsnummer. Die ist wichtig. Weiter geht es um Grundlagen des Umweltschutzes. Die rechtlichen Grundlagen des Umweltschutzes liegt in der Gleichberechtigung der Organismen. Ob Lebewesen oder Pflanze, die Erhaltung der Natur hat oberste Priorität. Natur und Landschaft sind im besiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln, dass die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt, die Vielfalt und Eigenart der Natur, von Landschaft,
als lebensnotwendig für den Menschen als Erholung gesichert werden.